wenn ihr auf dieses Video geklickt habt, um Möbel zu sehen, tut mir leid. Ich werde jetzt mit dir Schokolade probieren. Hallo Leute, ich melde mich nochmal. Heute machen wir was super Interessantes. Und zwar, ihr wisst ja, ich werde ja bald ein neues Zimmer haben, und zwar unten im Keller. Ich will ja nicht einfach auf dem Boden schlafen und sitzen. Also gehen wir zum Ikea und kaufen ein paar Möbel. Juhu! Ich liebe den Ikea einfach so doll. Früher, was ich immer gemacht habe, als ich noch so mini war, habe ich es eigentlich immer gemacht. Ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe. Ich habe dann immer mein Lieblingszimmer ausgesucht. Ihr wisst doch, das sind dann kleine so Displays von all den Sachen. Und ich habe so getan, als ob ich da so wohnen würde. Weißt du, hab da so versucht ins Bett zu kriechen, hab dann Fernseher angemacht. Ich weiß nicht warum, ich habe es einfach geliebt. Und was ich auch nochmal zeigen wollte, ist das. Ich will ja auch keine leere Wand. Diese Bilder sind nicht vom Ikea. Die sind von Etsy. Ich weiß jetzt nicht von wem auf Etsy, aber trotzdem. Ich liebe Frösche letztens, also dachte ich, die sehen einfach richtig süß aus. Und ihr wisst ja, Highlight vom Ikea am Ende ist dieses so Soft-Eis zu essen und einen Hotdog. Oh mein Gott, das ist das beste Essen, was es jemals gibt. Vergiss all diese 5-Sterne-Restaurants. Hotdogs von Ikea. Chefskiss. Haha, ich war schon bei Ikea. Das war alles nur ein Witz. Ich zeige euch jetzt, wie ich Sachen einkaufe. Ja, ich glaube, es wäre lustig, wenn ich so ein kleines bisschen Comedy einbaue. Hahaha, ich weiß. Und ich werde dann gleich nochmal einen kleinen Haul machen. Aber erst dachte ich, würde ich noch einen kleinen Status machen. Aber erstmal zeige ich euch, wie ich shoppen gegangen bin. Und zwar, was ich mit Status meine, ist unten. Weil eigentlich ist es gerade noch leer. Es wird doch ganz viel unten gebaut. Und ich dachte, ich zeige euch da ein bisschen, was da passiert. Wir sind jetzt da und als erstes gucken wir, denke ich, nach Sofa. Habt ihr das früher auch immer so gefeiert, früher in diese Kinderbetreuung zu gehen? Ich habe das einfach geliebt, aber ich denke, jetzt hat eigentlich gar nicht auf. Willst du da jetzt doch hingehen? Ja. Nee, ne? Nee, du, das hört wirklich zu. Aber zu den Sofas geht's da hoch, Amy. Lecker. Papierchips, mein Lieblings. Soll ich das auch so überbauen bei dir im Zimmer? Ja. Ja, zwei gleich auf einmal. Kann es sein, dass du dich nicht entscheiden kannst? Du willst sie alle, okay. Kann ich so ein Sofa-Emporium haben? Du kannst ein Möbelgeschäft aufmachen. Oh mein Gott. 5 Euro für ein Kissen, nein, danke. Das ist so ein Schlafsofa. Mein Lieblingskissen. Gott, ist die hässlich. Ich nehme die jetzt mit, um zu gucken, wo die hingehört. Okay. Ich habe genau dieses Sofa online gefunden und ich habe es einfach geliebt, aber es ist eigentlich gar nicht bequem. Es ist so hart. Nein, ich brauche was Weiches. Das sieht aus. Es sieht aus wie ein Riese auf dem Teil. Ich bin halt schon im Westen. Ja. Meine Tante hat genau diesen Stuhl und ich liebe ihn. Ich nenne ihn immer den Chicken Nugget Stuhl. Wegen der Farbe? Im Prinzip ja. Nee, nicht der. Den kleinen. Der ist perfekt für dich. Ich will noch mehr wie ein Riesen. Lass den kaufen, weißt du was? Das ist perfekt für meine Größe. Ich denke, ich habe jetzt mein Traumsofa gefunden. Zu Hause erzähle ich euch dann noch ein bisschen mehr, aber jetzt brauche ich noch nochmal Regale. Dann. Ich habe gerade immer mein Sofa gefunden. So bequem, so cool. Oh. Ich könnte jetzt hier schon einschlafen. Ich bin so froh, dass du was gefunden hast, was dir gefällt, ehrlich. Das ist so perfekt für mich, weißt du? Schreibtisch brauche ich natürlich auch. Ich brauche gefühlt einfach alles. Ich denke, das sieht auch gut aus. Oh, Schrank im Schrank, auf dem Zimmer. Mir wurde gesagt, das ist ein Gaming-Schreibtisch. Perfekt für dich. Ja, warte, ich zeige dir mal einen anderen. So was. Was gefällt dir daran? Ich wollte einfach nur die Schreibtisch zeigen. Ich dachte, lustig aussehen. Plus extra Getränkehalter. Das hier sieht aber auch richtig gut aus. So wäre es dann aufgebaut. Ja, ich denke, es würde gut dazu passen. Und willst du noch zeigen, welcher Schreibtisch dir besonders gut gefällt? Ja, warte. Nimm das doch schon mal mit. Finde ich auch eine schöne Kombi. Ja. Jetzt bin ich am Nachdenken, ob das irgendwie
cooler aussieht. Weil es hat mehr Platz, um Sachen zu verstauen. Ich denke, das ist schon cooler. Ich denke, der sieht schon cool aus. Den Schrank jetzt für mein Ankleidezimmer, der wird so weiß sein und dann auch noch so diese Schubladen haben. Türe finde ich auch so cool. Die will ich dann auf jeden Fall auch. Ich denke, da war ich fast nicht sicher. Ich wollte einfach so eine Maschine in diesem Spülbar. Ich wollte das schon immer mal machen. Ich weiß nur nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Vielleicht werde ich das einfach machen. Ich habe mir dann jetzt nochmal ein Wasser und dann hier nochmal ein Hotdog geholt. Und dann fahren wir, denke ich, schon wieder nach Hause. Meinen habe ich schon gegessen. Also ich halte jetzt einfach Mama so als Demonstration. Okay, das war's. Was runtergefallen. Wir sind jetzt zurück vom Ikea. Und ich dachte, ich mache jetzt nur ein kleines Status-Update hier, wie die Baustelle schon mal aussieht. Wo wollen wir denn schon mal anfangen? Kamerafrau, was denkst du? Ich würde sagen, im Bad. Und Leute, warum das alles sich so hinzieht, ist hauptsächlich, wir warten auf die neuen Fenster für hier unten. Und wegen Corona können die nicht so schnell kommen. Das ist eine kleine Verzögerung, ehrlich gesagt. Das ist ziemlich blöd. Aber Badezimmer ist schon sehr weit gefliest. Die Decke ist natürlich noch nicht gemacht. Ja. Aber hier seht ihr schon mal so ein bisschen was. Nicht so gut sehen, aber ist schon mal richtig gut. Genau. Hier in die Ecke, so, jetzt wird es richtig dunkel, kommt die Dusche. Da kommt so eine kleine Nische hin für die Shampooflaschen und so. Und da wird noch beleuchtet. Aber das zeigen wir euch dann bestimmt alles, wenn es richtig fertig ist. Und magst du jetzt ins Filmstudio und Ankleidezimmer? Jo. Mama, sorry, dass es so dunkel ist. Nur, wir wissen nicht, wie die Lichter funktionieren. Also muss erst mal so sein. Wir haben hier unten die ganze Elektrik neu gemacht und die ist noch nicht angeschlossen. Aber schaut mal, hier oben könnt ihr schon sehen, da sind ein paar Lampen sind schon drinnen. Das ist hier so abgehangen, die Decke. Und wir haben gerade gesehen, Teile vom Boden sind schon drin. Das wird das Filmstudio übrigens. Und hier durch, da ist auch schon ein bisschen Boden drin. Da kommt dann dein Ankleidezimmer rein. Ich mag auch hier, dass wir da noch so LED-Lampen hier rein machen. Genau, das ist richtig cool. Und das, was ihr da seht, das ist der Kleiderschrank. Der ist nämlich schon da, von Ikea. Und wie der aussieht, zeigt euch Ava nachher. Da haben wir nämlich auch ein Bild von, wie der dann aufgebaut aussieht. So, da war jetzt das Bad und hier wird dann mein Schlafzimmer sein. Denn rechts zeige ich euch dann etwa, wenn es fertig ist. Ja, ich kann jetzt hier nicht so aus dem Fenster rausfilmen. Aber seht ihr hier oben die Rollladenkästen so noch auf? Denn da kommen ganz neue Kästen rein mit neuen Fenstern und da warten wir halt momentan drauf. Aber die Decken sind soweit auch schon fertig und das kann jetzt gar nicht mehr so lange dauern. Also was uns im Moment aufhält, sind echt die Fenster. Mhm. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir hoch und zeigen mal, was du dir so ausgesucht hast. Jo. Da steht alles noch rum. Sehr unordentlich hier. Ja, und da hinten im Kellerbereich, da wurden die ganzen Türen abgehangen und die werden jetzt hier gerade alle neu weiß gestrichen. Wir sind jetzt erstmal wieder oben. Ich dachte, ich zeige euch erstmal die Sachen, die wir so im Ikea gekauft haben. Also die wir dann planen, online zu kaufen. Und wir fangen erstmal hier an mit meinem Kleiderschrank. Ihr habt schon mal gesehen, unten ist der ja schon mal aufgebaut. Nicht wirklich aufgebaut, aber schon mal in den Kisten. Der ist ja nämlich schon angekommen. Ich habe eigentlich dieses Design gesehen. Ich dachte wirklich nicht, dass wir das im Ikea geben, aber der ist so schön. Ich bin so fröhlich. Schaut euch den einfach an. Der ist so aesthetic. Ich liebe den einfach so. Da bin ich gerade so fröhlich. Und ich habe dann hier nochmal einen Schreibtisch. Ihr seht ja meinen Schreibtisch. Der ist ein bisschen klein. Nur ein kleines bisschen. Und langsam mag ich den jetzt nicht mehr so doll. Also das ist schon richtig, richtig schön. Und dann noch passend dazu habe ich hier nochmal was, was ich auf meinen Schreibtisch stellen will. Einfach noch ein paar mehr Sachen drauf zu machen. Ich dachte, das ist so eine süße Idee. Und ich bin einfach voll überrascht, dass es überhaupt existiert. Ich habe gerade den Namen vergessen. Aber immer noch, ich denke, das ist so cool. Hier, dann habe ich nochmal dieses Sofa gefunden. Ich weiß, gerade trennen diese kleinen Stöckelbeine, aber ich weiß nicht warum. Ich mag die einfach gar nicht. Und dann habe ich dann nochmal dieses gefunden. Das ist mein Traumsofa. Ich fand es so schön. Es geht auch noch auf dem Boden. Das ist so bequem. Oh mein Gott. Ich wünschte, ihr wärt da im Raum, damit ihr einfach mal drauf sitzen könnt.
könnt. Also jeder, der das Video gerade guckt. Das war einfach das beste Sofa jemals. Oh mein Gott. Und dann nochmal hier diesen Schrank. Ihr habt ja gesehen, ich bin eigentlich richtig fröhlich, dass wir den hier haben. Warte, ich muss euch mal was zeigen. In meinem Zimmer, ich habe eigentlich nicht so viele Schränke. Die Schränke, die ich habe, sind eigentlich nur voller diese Sachen. Und das ist mein Licht. Hier. Schaut mal. All meine Kunstsachen denke ich da reinzumachen. Ich bin mir noch nicht sicher, weil hier sieht es ein bisschen sehr komisch aus. Also da bin ich so fröhlich, dass ich da was Gutes gefunden habe. Mal wieder auf Schattis. Oh mein Gott, ich lege mein Handy einfach irgendwo. Das bestimmt jetzt einfach direkt von meiner... Es war hinter mir, okay. Erstmal kurz Handy verloren. Das sind erstmal die Sachen. Und, warte mal. Ich will jetzt nochmal einen kleinen Haul machen. Warte, ich stelle mich dafür am besten auf den Boden. Ich wollte gerade mein Licht hinstellen. Ist gerade umgekippt. Okay, geht's dir gut? Kamera ist jetzt auch erstmal hingestellt. Wir haben noch ganz viele kleine Sachen mitgenommen. Warte mal. Ich habe total vergessen, von noch einer Sache zu erzählen. Ich habe einen Spiegel gefunden. Der war wunderschön. Und ich war so traurig. Ich konnte den eigentlich gar nicht finden. Ich liebe es immer so, dann Sachen im Ikea einfach IRL zu sehen. So in real life. Ich weiß nicht warum. Das ist einfach ein anderes Gefühl, weißt du? Und ich habe das einfach nicht gefunden. Viele Sachen haben wir dabei. Okay, gut. Erstmal hier. Oh mein Gott, ich liebe diese Kiste. Warte, ich muss die mal aufpacken. Asche. Dann gleich zurück mit der Schere. Boom, Schere. Einmal habe ich die verloren, da war ich so traurig. Übrigens, das ist das Sienna-Design. Bestimmt habe ich es total falsch ausgesprochen, aber... Große Kiste. Und dann sind da auch... Ich muss erstmal Deckel abnehmen. Von schweren Geburt. Ich meine, schaut euch die an. Das ist so... Ihr müsst mir da vertrauen. Das sieht so schön aus. Da war auch noch so ein kleines Display. Ikea, wie schaffst du es immer, so coole Displays zu machen? Oh, 3D-Schokolade. Das hört sich sehr interessant an. Unser Belöning. Ich weiß, ich habe das bestimmt jetzt so falsch ausgesprochen. Nur ich denke, das ist Schwedisch. Bin mir nicht ganz sicher. Und ich kann Schwedisch leider nicht sprechen. Also werde ich die Sachen auch automatisch. Wenn irgendjemand hier Schwedisch kann, bitte sag mir, wie ich diese Sachen aussprechen kann. Aber ich dachte, das sieht irgendwie so cool aus. Weil es im Prinzip so nicht wirklich ein Puzzle. Aber ich denke, das werde ich mal ein Self-Assembly Milk Chocolate Mousse. Also sehr interessant. Ich denke, das werde ich mal auf Instagram machen. Weil wenn ich das jetzt machen würde, weiß ich. Ich habe gerade so schwitzige Hände, dass die Schokolade schmelzen würde. Ja, und ich habe da noch eine Decke auf meinem Bett. Warte, ich zeige euch das mal. Ich will nicht, dass irgendwie so geschmolzene Schokolade hier drauf landet. Kurz gerutscht. Also mache ich das auf jeden Fall mal auf meinem Insta-Account. Und passend zeigen wir uns dann hier, habe ich nochmal diese Tüte gefunden. Ich finde die so süß. Oh mein Gott, so eine kleine Pfeifball. Ich war voll überrascht, dass Ikea die gemacht hat. Ja, die ist eigentlich voll klein, aber trotzdem, ich musste die einfach mitnehmen. Ihr wisst doch, ich war auch im Prinzip hier einfach so süß. Ich habe vielleicht ein paar zu viele Süßigkeiten mitgenommen. Wenn ich sie in Ikea kaufen kann, ist es automatisch 50.377 mal besser. Ich wollte unbedingt hier dieses, okay, das wird jetzt lustig, Lorda Xorgdis probieren. Das sind, denke ich, so kleine Eiscreme. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Die sehen voll süß aus. Oh, riechen wie Erdbeere. Die sind nicht, ich wüsste jetzt nicht, wie ich beschreiben kann, wie die sich anfühlen. Aber die schmecken richtig gut. Die kann ich empfehlen. Die sahen auch irgendwie so süß aus, mein Gott. Ich habe ja nochmal kleine Häuser. Und dann nochmal hier Cola. Ich denke, ist das Cola? Das hat nur so Sour Jelly Candy Cola. Aber das hat gar nicht... Ist Cola Farben und Geschmack, aber das sind einfach Böte. Okay, Cola-Boot. Da war ich jetzt erstmal kurz serviert. Ich kann eigentlich gar nicht erkennen. Soll ich hier diese Füllung Schokolade oder irgend so eine Marmelade sein? Warte, ich muss mal gucken. Oh, hinter Marmelade. Liebe diese Kekse so doll. Ich weiß nicht, warum die sind irgendwie immer so lecker. Einfach so doll. Ja, aber ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich die letztens gar nicht mehr gegessen habe. Die muss ich mal bald wieder essen. Ich kann dich jetzt schon mal empfehlen. Oh, hier. Ich habe sehr viel Schokolade mitgenommen. Es ist immer so lustig, diese Sachen auszusprechen. Melchigrück Schokolade. Ja, bitte irgendjemand erklär mir, wie ich diese Namen aussprechen soll. Aber sieht auch richtig lecker aus. Warte, ich probiere mal eins. Und das andere ist von Dame. Bestimmt kennt ihr schon diese Marke. Ja, aber ich werde mal von diesem mal probieren. Wow, die wollen wirklich nicht
Sachen ist heute. Erstmal so gefühlt so ein ganzes Quiz, um erstmal rauszukriegen. Okay, hallo? Ah, okay, aber die sind eigentlich voll süß. Ah, einfach eine Schokolade. Ich dachte, der wäre irgendwie nur eine Füllung. Die kann ich empfehlen. Nudeln. Ich mag Nudeln. Ihr wisst doch, ich bin sehr schnäubig. Ich werde sie nicht so essen. Nein, nein, nein. Ich werde sie einfach nur essen, ohne alles. Irgendwie schmecken die dann besser. Ob ihr was besser schmeckt, wenn es von Ikea ist und wenn es eine Säule hat. Also das muss jetzt so 5 Sterne sein. Sorry, dass es gerade so laut ist. Aber ich dachte, das sieht interessant aus, weil das so wie Twix aussieht. Das probiere ich jetzt auch erstmal. Schokolade probieren mit Ava. Wenn ihr auf dieses Video geklickt habt, um Möbel zu sehen, tut mir leid. Ich werde jetzt mit dir Schokolade probieren. Schmeckt 1A wie Twix. Ich finde, ein bisschen besser, warte mal. Das kann ich empfehlen. Alte Schokolade ist so cool. Beste Schokolade jemals. Und danach Milky Way. Mehr Twix. Ich habe richtig coole Sachen gefunden. Und eine Ikea-Tüte. Ehrlich gesagt, ich war nur ja gut. Ich mag Ikea-Tüten. Ich weiß nicht warum. Ich finde die halt cool. Aber ich habe vergessen, ich muss das ja noch aufräumen. Ja, ich habe es alles sehr liebevoll auf den Boden gelegt. Ach man, ich hätte es nicht schöner hinlegen können. Nein, 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 Eva. So Leute, das war's jetzt. Ignoriert jetzt hinter mir dieses Chaos. Hab gerade keine Lust, das alles wegzuräumen. Das hat richtig viel Spaß gemacht, mit euch nochmal so durch den Ikea zu laufen. Ich bin auch richtig froh, dass ich nochmal alles unten zeigen konnte. Und ich bin immer noch so geschockt von wie vielen Sachen wir einfach mitnehmen dürfen. Nochmal Dankeschön, wirklich. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann, Lieben. Ciao.